Es handelt erstmal um ein WM-Qualifikationsspiel-Orakel. Und zwar orakel ich hier das Spiel Deutschland gegen Irland. Erstmal Orakel-Villager hier reinsetzen. Und laufen lassen. Oh, er läuft direkt auf die deutsche Seite. Bevor ich das noch gestartet habe. Deswegen geht es direkt mit einem 1:0 los. Weil er direkt auf die deutsche Seite läuft. Ich mache jetzt mal das aus, dann sieht man es besser. Dabei übrigens ist ein Sieg Pflicht, weil die Deutschen gegen Polen 0:2 verloren haben. Ja. Steht 1:0. Die Zeit da oben, das ist einfach nur zur Orientierung. Es geht immer bis 98, weil da läuft die ganze Zeit auf der deutschen Seite lang. 1:0 immer noch. Also ich habe ja welche gesehen, die 2012 so EM-Orakels gemacht haben. Immer noch 1:0. Sehr gut, wenn es auch 1:0 wäre, weil sonst schaffen die es nicht, in der Europameisterschaft teilzunehmen. Ich weiß dann noch, dass sie da mit Georgien und Gibraltar auch in einem Team sind. Aber irgendwie sieht das nicht gut aus. 1:1. Also Irland würde einen Ausgleich machen. Noch knapp 30 Sekunden hat er Zeit zu laufen, um eventuelle Tore zu generieren. Ah, das wird wohl knapp werden hier. Es scheint hier 1:1 zu orakeln. Hoffentlich nicht, dass Deutschland gewinnen soll. Ich tippe ja 2:0 für Deutschland, aber mein Orakel 1:1. Ich hoffe mal, dass es euch trotzdem gefallen hat. Dann gebt dafür Daumen nach oben, teilt das Video und dann abonnieren, dann mache ich weitere solche Videos. Bis dann und ciao.